Dreieich in Hessen, Anfang Januar. Mitten in der Nacht wird auf das Fenster dieser Flüchtlingsunterkunft geschossen. Ein Syrer wird dabei getroffen und verletzt. Die Bewohner sind schockiert. Wir wissen nicht, wer es ist, aber die Angst steckt uns noch in den Knochen. Angriffe wie dieser auf bewohnte und unbewohnte Flüchtlingsunterkünfte haben im vergangenen Jahr erheblich zugenommen. Das belegen die jüngsten Zahlen des Bundeskriminalamtes. Gab es im Jahr 2014 199 Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte, waren es 2015 924. Das ist ein Anstieg von 364%. Gewalttaten, zum Beispiel Brandanschläge, haben sich fast versechsfacht. In Dreieich ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes. Ob der Täter jemals gefasst wird, ist fraglich. Eine Recherche der Tagesschau ergab, dass in 13 der 16 befragten Bundesländer gerade einmal 27% der Straftaten aufgeklärt werden konnten. Die Aufklärungsquote ist deshalb so niedrig, weil die Taten oft nachts erfolgen. Viele dieser Objekte sind einsam gelegen. Es ist ein schnelles Eingreifen von Tätern und sehr oft fehlt jeglicher Hinweis. Kritiker sehen einen anderen Grund. Das Thema rechte Gewalt werde bei den Ermittlungsbehörden schlicht bagatellisiert. Das heißt, hier wird nicht genügend Personal und Arbeit investiert, um Straftäter dingfest zu machen. Pro Asyl fordert ein klares politisches Signal der Innenministerien an die Ermittlungsbehörden, diese Straftaten konsequenter zu verfolgen.